Keine Rente mehr mit 50. China erhöht das Renteneintrittsalter ab 2025 schrittweise auf das 63. Lebensjahr oder bei Frauen auf das 55. Lebensjahr oder in speziellen Berufsgruppen dann auf das 58. Lebensjahr. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, wir interessieren uns natürlich nicht nur für die Entwicklung der gesetzlichen Rente hier in Deutschland, sondern wir schauen auch mal über den Tellerrand hinaus. Und was konnte ich da heute am 13.09.2024 lesen? Und zwar hat das Handelsblatt, ich zeige es Ihnen mal, eine interessante Veröffentlichungen gemacht zum Thema Rente in China, und die Chinesen erhöhen ihre Rente, also das Renteneintrittsalter, sukzessive ab 2025, also schrittweise auf entsprechend höhere Eintrittsalter. In China gab es seit 1978 ein feststehendes Renteneintrittsalter. Das war für bestimmte Berufsgruppen bei Frauen das 50. Lebensjahr oder in einer anderen Berufsgruppe das 55. Lebensjahr. Und dieses Renteneintrittsalter wird jetzt bei den Frauen vom 50. Lebensjahr auf das 55. Lebensjahr angehoben und dann in der anderen Berufsgruppe auf das 58. Lebensjahr. Die Männer waren mit 60 dran, das heißt also, die konnten oder die können noch dieses Jahr bis 60 in Rente gehen, und ab nächsten Jahr 2025 wird das Renteneintrittsalter dann schrittweise in den kommenden 15 Jahren dann von 60 auf das 63. Lebensjahr angehoben. Ja, Grund dafür ist ja nun auch bekannt. Die Chinesen werden jünger, die werden auch immer älter, und es gibt immer mehr Rentnerinnen und Rentner in China und dafür weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also auch jüngere Leute, und deswegen hat die chinesische Regierung diesen Schritt beschlossen. Ich gehe mal davon aus, dass das in China ohne großes Klagen und Murren über die Bühne gehen wird. Sie erinnern sich vielleicht noch daran, in der ehemaligen DDR gab es für Frauen das Renteneintrittsalter mit 60 und für Männer mit 65. Das wären ja mal Zustände, wenn wir ein Renteneintrittsalter mit 60 hier in Deutschland haben könnten. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ich finde es ganz interessant, diese Entwicklung bezogen auf die Demografie, was alles so im Wandel ist. Und deshalb finde ich das also total interessant, was das Handelsblatt hierzu berichtet hat. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.